Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part zu Deponia 3. Ja, Boso, machen wir den Basic Instinct. Woo! Okay, wir haben letztes Mal eine Errungenschaft bekommen, die so hieß, von daher... Wir können ja nichts sehen, aber den Rufus scheint es sehr arg Mammut zu gefallen. Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Er ist beschäftigt, was wollt ihr? Gut, hier passiert glaube ich immer noch nichts. Keine Antwort. Keine Antwort, weil keiner drin wohnt. Zum Pastetenautomat, wir gehen nochmal raus. Ich glaube, wir haben es noch nicht alles angesehen. Jetzt gehen wir hier entlang. Hier kann man nichts machen soweit. Oh, oh! Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Ehrlich, ey. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Ihr nehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Hilfreich, vielen Dank, cool. Sehr hilfreich. Dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumba, nein. Verdammt. Ihr seid scheiße. Boses Anzug. Ah, jetzt kann er sich was anziehen. Was geht denn so? Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Es ist jetzt irgendwie erst das dritte Mal, aber trotzdem fängt es schon an zu nerven. Wir haben ein Kleiderbügel. Iha. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Atom verseucht alles. Gut, ich kann hier soweit aber nichts machen, nur mit denen quatschen. Wir bringen Boso seine Klamotten wieder. Aber zuerst gucken wir uns doch das zauberhafte Klo an, von dem wir schon so viel gehört haben. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Setz mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Gut, ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Das ist Pech. Ach, das dauert ja Stunden. Was nicht heißt, dass ich ihm die Geschichte mit der Zeitmaschine abnehme. Nee, ne? Haben wir denn irgendwas? Ich würde sagen, wir bringen Boso erstmal seine Klamotten wieder. Dockzimmer. Vielleicht will er sie ja sogar haben und vielleicht sagt er auch, nö, ich bleib lieber nackt. Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Nicht wirklich. Es zieht zwar durch die Löcher im Dach. Okay. Und wenn die Heizung aus... Willst du mir nicht einfach... Dann müssen wir... Ja. Das hatten wir alles schon. Ja, gut, komm. Behalte die Sachen, da ist eh viel mehr Platz. Okay, kann ich vielleicht dem Wahrsager das andrehen? Damit ich seinen Fummel da krieg? Ich sehe, dass du verzweifelt bist, ja. Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Ich bin wirklich verzweifelt, woher weiß er das alles? Ich könnte ihm seine nicht vorhandenen Haare Was waschen. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Witzig, kaputt. Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann? Herr Boso, der hat doch so... Ja gut, es ist ja von ihm. Ich erinnere mich. Ich könnte vielleicht dem Geist das Laken andrehen, die Klamotte vom Doc andrehen. Oder wir gehen mal hier nochmal rein und gucken nach dem Loch. Okay. Was, wenn ich...
Ich verstehe das nicht. Wer soll denn hier duschen? Ich bin der Größte. Auf jeden Fall. Gut, hallo. Dunkles Zimmer. Habe da was für dich. Guck mal. Er braucht keine weltlichen Besitztümer voraus. Okay. Es ist mal wieder soweit. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Einen Schraubenzieher habe ich auch noch nicht. Gehen wir nochmal runter. Pastetenautomat. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und einen Stromschlag, okay. Aua! Das Übliche. Das kann man sich nicht angucken. Ist das irgendwie ein Rezept? Wir brauchen Kaki. Zwei Finger oder eine abgetrennte Hand. Strom und eine Qualle. Dann haben wir das perfekte, die perfekte Pastete, oder wie? Süß. Ja, wir könnten dieses verdammte Rätsel lösen, aber da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie man da rangehen soll. Hey, hier wollte ich gar nicht hin. Wir drehen uns im Kreis, wir kommen hier nie wieder raus. Doch, da geht's raus. Gehen wir mal zur Rezeption. Oh, das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Uncool. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi. Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppeni-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Aha. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Doch. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Der sucht doch garantiert nach Gold. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Wie ich gesagt habe, ich habe tatsächlich vermutet, dass wir es sogar hier finden, auch wenn es nur ein Spaß war. Hm. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Haben wir alles nicht, aber wir haben eine Tasche, die genauso aussieht. Flup. Grandios und jetzt voller Geld. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan, Kristallgläser, Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld. Monetos! Papiergeld. Wollte irgendjemand Geld? Ich erinnere mich nicht. Kaffeemaschine. Nein, scheinbar nicht. Gut, wir haben eine riesige Mutter. Boah, ich weiß gerade echt nicht, was wir alles machen sollen. Ich glaube, ich gehe echt mal hoch und gucke, ob ich dieses Ding finde. Ich kann den Namen nicht auch, dieses Mammutfell-Relais. Ob ich das in irgendeiner Weise verwenden kann. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das eignet sich... Okay. Ja, von daher, ich krieg's gerade echt überhaupt nicht zusammen. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Schöner, schwarzer Kaffee, Junge. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Weiß ich nicht, ob dieser Schraubstock da aus Docs Zimmer uns irgendwie helfen könnte. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Da habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Okay. Ich bleibe lieber in Deckung. Okay, ich wusste es. Dann gehen wir halt zurück. Und hier lang. Gibt ja zum Glück zwei Wege. So, und auf geht's. Ob wir schon in das Zimmer kommen, wage ich schon fast zu bezweifeln. Wir könnten auch nochmal hoch zur Kreuztrasse gehen. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wendt, der Wendt! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Okay, brauchen wir vielleicht doch
Doch, die Klamotten. Also, das Laken von ihm. Schwierig. Es ist schwierig, mal wieder. Bevor ich dich aber allein... Oje. Das hatten wir auch alles schon. Nettes Laken. Ich wollte so wie... Ein Glück. Wie meinen? Schon besser. Ich kann ihm Geld bieten. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt sein... Vielleicht geht das Geld auch für den Typen, der auf dem Klo sitzt. Wozu sollte man Geld sonst einsetzen? Hier. Hier. Damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Okay. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Angenehme Noppen. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Was soll ich machen? Okay. Achso. Der hat ja noch nicht mal ab... Ja. Aber wir brauchen noch Kaki, oder? Zumindest wirkte es so. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Weil nach der Anleitung wirkte es so, als ob wir Kaki mitnehmen sollen. In die Tasche vielleicht? Okay, ich hab's selten so... Okay, nein, das nicht. Tja, vielleicht das. Okay, ja. Ich muss das jetzt ausprobieren, weil ihr habt's vielleicht gesehen, dass man... Dass das so eine Art Rezept war. Okay, ich trage selten so gelacht. Ja, ja. Muss das leider machen. Korkenzieher, ich wüsste zwar nicht warum. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage selten so gelacht. Brauche ich jetzt echt einen Behälter oder? Ich meine, man muss doch noch hier irgendwas machen. Staub? Etwas Staub? Okay, ja, ich trage selten. Bla. I'm sorry, es geht nicht anders. Okay, ich trage selten. Ja, gut. Da kann ich nichts machen gerade. Wir gehen nochmal zur Wäscherei. Oh, es hat tatsächlich funktioniert. Das war nur so ein Gedanke. Ich kann das nicht zufällig anziehen, oder? So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. Sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Saunaclub. Lassen dich ja nicht. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Du hast viel durchgemacht, oder? Kann ich das nicht einfach aufsetzen? Dieser Kopfkissenbezug. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Wahrscheinlich die Symbole, die wir hier unten sehen. Kann man die ausschneiden? Das eignet sich wohl. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Okay. Läuse, Schuppen, Haarausfall. Tja, der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein besseres Shampoo benutzen sollen. Gut, wir können es damit auch nicht waschen. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet erstens einen Kindergarten unter Quarantäne und zweitens... Okay, das hatten wir alles schon. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Ich komme hier scheinbar auch nicht dran, ohne dass ich den Bademantel von dem Wahrsager bekomme. Oder können wir hier an der Trasse noch irgendwas machen? Nö, toll, danke. Absolut rein gar nichts zur Rezeption. Hat er vielleicht schon irgendwas gemacht? Klingel? Ich bleibe lieber in Deckung. Ja. Wir müssen an das Schlüsselbrett wahrscheinlich auch dran. Aber eigentlich müssen wir auch erstmal in das Zimmer kommen, wo der Klitus sich jetzt aufhält. Wie soll das denn gehen? Zurzeit kann ich mir das noch nicht sonderlich gut erklären. Wir gehen nochmal zum Seher. Komm schon. Wir stülpen ihn einfach das Kissen über.
Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Haare. Okay, ja, wen können wir dem Läuse verabreichen? Dem Boso? Warum auch immer. Warum auch immer wir das tun sollten. Hier, Boso, du hast so schöne Haare. Schnappt ihn euch! Hey, warum gehen die Läuse nicht an dein Haar? Das liegt an Mamas Spezialshampoo. Jetzt, da mein Kutter kaputt ist, ist es das Wertvollste, was ich noch besitze. Und was ist mit unserer Freundschaft? Freundschaft? Du wolltest mich eben gerade mit Läusen infizieren. Wirkliche Freunde teilen doch alles miteinander. Wen infiziere ich denn mit Läusen? Den Doc? Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Okay, der will auch keine Läuse. Goal, vielleicht. Verzweifelt. Diesen Techno-Mumpitz über... Mein eigener Auftrag ist viel wichtiger für ihr Wohlbefinden. Okay. Ja, an der Rezeption komme ich eh nicht dran. Den kann ich doch jetzt auch nicht mit Läusen infizieren, oder? Der hat doch da eh rumgemotzt. Er braucht keine vorausgesetzt. Wieso? Ich könnte ihn aufspießen. Ja, was könnten wir denn als nächstes tun? Das Loch bringt uns auch nichts. Er braucht keine Voraus... Hey, bleib da! Okay, ich darf auch nicht. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja. Kannst du dich vielleicht mal... Ich kann mit dem Loch absolut nichts anfangen gerade. Boso will seinen Anzug nicht. Frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Deine Klammern sind auch nicht besser. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Versteht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen, Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow, ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Ja, die definitiv. Er braucht kein Voran... Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Er braucht kein vorausgesetzt. Ich krieg ihn ja scheinbar auch so nicht. Er braucht vor. Ich dachte immer, dass alles in keinen Automaten passt und Narben hinterließ, wenn Kleinkinder. Okay. Ich dachte immer, das 5-Slotti-Stück wurde schon aus dem Verkehr gezogen, weil es in keinen Automaten passt. Ach so, das war das. Narben. Okay. Ja, ich könnte das mal in den Pastetenautomaten reinstopfen, vielleicht. Da ist zumindest ein Münzeinwurf-Schlitz. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Großgeld? Das ist doch blöd. Soll ich es klein schneiden? Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Nein, natürlich nicht. Das muss ich. Es war ein Geschenk. Im weitesten Sinne. Da haben wir hier einen Automaten. Ich könnte jetzt hier nochmal ein bisschen rumpopeln, aber... Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Okay. Seitlicher Knopf, was macht der? Der macht die. Okay. Was macht der? Gar nichts. Das ist jetzt wahlloses Rumprobiere wieder, so wie ich es immer mache. Okay, der macht immer die in der Mitte, wie es scheint. Ne, wir wollen alles auf kalt machen, oder? Damit der Boso friert. Der dreht nur. Okay. Absolut kein Schimmer. Oh, was? Geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Das war wirklich Glück. Oh mein Gott, ich hätte es nicht gedacht, dass wir das schaffen. Okay, dann scheint ja jetzt... Rufus, 1. Okay, dann muss es ja jetzt kalt sein eigentlich. Und der Boso muss frieren.
Oh, tatsächlich. Der Arme. Hey, Boso. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise Treti, leise Treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Okay, wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass wir dieses Minispiel so schnell hinkriegen. Das war wirklich Glück. Ich habe einfach wahllos auf die Knöpfe gedrückt und hatte keinen Schimmer, was jetzt was macht. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass das doch recht schnell geklappt hat. Aber gut, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.